Verwaltungsgericht Hannover, die Verhängung eines Zwangsgeldes kann die Vorlage eines Immunitätsnachweises nach § 20a Infektionsschutzgesetz nicht erzwingen. Die Androhung eines Zwangsgeldes ist eine Erpressung. Beschluss vom 11.05. Soweit die Einreichung eines Impfnachweises gefordert und im Falle der Nichtvorlage desselben ein Zwangsgeld angedroht wird, ist dies nach Auffassung der Kammer nicht von § 20a Absatz 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz gedeckt. Eine derartige behördliche Vorgabe führt dazu, dass der Empfänger des Schreibens, der noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, sich entweder unter Umständen gegen seinen Willen impfen lassen muss oder die Festsetzung eines Zwangsgeldes als Beugemittel riskiert. Nicht einmal ein Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb des Berufsfeldes Medizinpflege könnte ihn von der zwangsgeldbewährten Verpflichtung zur Einreichung eines Impfnachweises befreien. Ein derartiger Mechanismus, die Erpressung, dürfte jedoch der vom Gesetzgeber sowie vom Bundesverfassungsgericht hervorgehobenen Freiwilligkeit der Impfentscheidung entgegenstehen. Aus § 20a Absatz 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz dürfte trotz der vielfach in den Medien bzw. der politischen sowie rechtlichen Diskussion verwendeten Formulierung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht keine Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 folgen. Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises über eine Impfung, eine Genesung von der Erkrankung oder eines ärztlichen Zeugnisses Impfunfähigkeit begründet jedoch gerade keine Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Nach alledem erweist sich eine behördliche Vorgabe, die eine Einreichung eines Immunitätsnachweises und nicht allein die Mitteilung, ob ein Impfnachweis, ein genesener Nachweis oder ein ärztliches Zeugnis vorliegt, fordert und im Falle der Nichtvorlage desselben ein Zwangsgeld androht, im Ergebnis wegen eines Verstoßes gegen die vom Gesetzgeber geschützte Freiwilligkeit der Impfentscheidung voraussichtlich als rechtswidrig. Nicht zu verwechseln ist das Zwangsgeld mit dem Bußgeld, das fällig werden kann, wenn der Nachweis nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird. Das Verwaltungsgericht Hannover hat entschieden, Menschen dürfen nicht erpresst werden. Das Bußgeld bestraft Menschen. Das Gesetz soll die Impfquote erhöhen. Es gibt keine einrichtungsbezogene Impfpflicht, sondern eine tätigkeits- oder einrichtungsbezogene Nachweispflicht, über einen ausreichenden Impfschutz zu verfügen. Das Gesetz besagt, die Pflicht, einen ausreichenden Impfschutz aufweisen zu müssen, berührt das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, auch wenn die Freiwilligkeit der Impfentscheidung selbst unberührt bleibt. Man muss geimpft sein, man muss sich nicht impfen lassen. Der Eingriff in das Grundrecht durch die Pflicht ist durch die damit verfolgten öffentlichen Ziele des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt. Zum Schutz der Personen in den betroffenen Einrichtungen und Unternehmen vor den teilweise schwer verlaufenden Infektionen, Erkrankungen ist eine gesetzliche Verpflichtung zum Vorhandensein von Immunität oder Impfschutz gegen SARS-CoV-2 bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verhältnismäßig. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist eine gesetzliche Verpflichtung zum Vorhandensein von Immunität oder Impfschutz, obwohl es keine gesetzliche Verpflichtung zur Gesundung ist gleich Immunität oder zur Impfung gibt. Das Gesundheitsamt verlangt die Erfüllung einer Pflicht, Vorlage eines Nachweises. Es gibt keine Pflicht, diesen Nachweis zu besitzen. Es gibt die Pflicht, einen Nachweis vorzulegen, sofern man einen Nachweis besitzt, dessen Besitz nicht vorgeschrieben ist. Der Nachweis über eine erlangte Immunität durch Impfung oder Krankheit dokumentiert eine durchgemachte Krankheit
oder den Erhalt einer Schutzimpfung, deren Nachweis aber zum Zeitpunkt der Vorlage des Nachweises nicht den Aufweis, Nachweis eines ausreichenden Impfschutzes erbringen kann. Das Gesetz ist nicht zu erfüllen. Man hat die Pflicht, einen ausreichenden Impfschutz aufzuweisen, was niemand kann, auch nicht durch den Nachweis geimpft oder genesen zu sein, weil der Mensch Schleimhäute hat. Die Bedingung ist unmöglich zu erfüllen.